Hast du Neuigkeiten über meine Leder? Ich habe diesen Aulos bei einer Sirene gefunden, wenn man sie so nennen kann. Ein Aulos? Meine Frau liebte dieses Instrument. Bestimmt lernte sie bei den Sirenen, wie man es spielt, während sie mit ihrem Gesang Männer in den Tod lockten. Würde passen. Da waren keine Sirenen, nur blutrünstige Priesterinnen. Und dieser Aulos, der könnte jedem gehören. Woher wussten wir dann, wo wir suchen sollten? Das ist ein Hinweis. Und Persephone führte uns zu ihm. Ich habe dieses Armband gefunden und eine Menge Schweine. Ich kann das erklären. Leda hatte es und wurde von Kirke in ein Schwein verwandelt. Als sie wieder zu einer schönen Frau wurde, gab sie es Kirke als Andenken. Barnabas, dieses Armband könnte jedem gehören. Nein, ich bin mir sicher, es ist Ledas. Es muss so sein. In der Höhle fand ich einen Mann. Ich habe ihm diese Gewürze abgenommen. Ah, meine Leda. Glaubst du, der Mann, den du gefunden hast, war ein Kyklop? Und dann braute sie ein Elixier aus diesen Gewürzen und half ihm, sich ein zweites Auge wachsen zu lassen? Barnabas. Auf Anaphel gab es genauso wenig einen Kyklopen wie auf Kephallenia. Hab Vertrauen, meine Freundin. Leda war dort. All das für ein Armband, ein Aulos und ein paar Gewürze. Aber sieh nur! Ich kenne dieses Armband nur zu gut. Die Frauen der belagerten Ebenen tragen solche. Diese Gewürze stammen aus den Landen der Demeter. Und dieser Aulos trägt das Siegel eines Handwerkers aus dem Parnasgebirge. Alles stammt aus Attika. Die Höhle! Sie waren alle um die Höhle verstreut, die als Eingang zum Hades bekannt ist. Das ist kein Zufall. Ist Leda dort? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Gehen wir. Ich weiß, du hast an mir gezweifelt. Ich muss geklungen haben wie ein alter irrer Narr. Aber du wirst das nicht bereuen. Was zählt ist, dass wir das gemeinsam machen, alter Freund. Setz die Segel. Also, wie sieht Leda aus? Sie war die schönste Frau, die ich je kennenlernen durfte. Wunderschöne dunkle Haut und ihre Haare. Ihre grünen Augen funkelten wie Juwelen. Und wenn sie getrunken hatte, wie konnte sie da kämpfen? Ah, sie klingt unterhaltsam. Das war's. Noch viel mehr, mein Lieber. So viel mehr. Es ist schon so lange. Thank you.
Wollen wir mal. Und los. Und weiter. Hier muss ich vorsichtig vorgehen. Scheiße! Hilf mir doch mal jemand!
Na los, komm. Komm schon, komm. Komm schon. Komm schon. Ella. Besonders vorsichtig sein. Viele Leichen. Ist das der Hades? Kassandra! Leder? Halt! Wenn du noch näher kommst, muss ich dich töten. Wer hat dich geschickt? Pelenus? Antikles?
Ganz ruhig. Wir sind allein hier. Du bist nicht einen Tag gealtert. Ist das hier der Hades? Leda, ich bin es. Barnabas. Das war der Name meines Vaters. Ich habe ihn nie jemandem verraten. Vater? Kleines, bitte. Wie war der Name deiner Mutter? Der gleiche wie der meine. Leda von Ithaka. Du hattest recht, alter Freund. Leda hat überlebt, aber nicht so, wie deine Visionen es dir zeigten. Sie ist deine Tochter. Unmöglich. Dafür gibt es keine Beweise. Mein Kleines, vor einem ganzen Leben segelten deine Mutter und ich Seite an Seite. In der Nacht, als ich mein Auge verlor, übermannte uns ein Orkan und wir kenterten auf den Felsen. Leda war so tapfer. Sie band einen Teil des geborstenen Rumpfs mit Seilen zusammen. Ich hielt sie und sagte, hör nicht auf zu paddeln. Bis du das Ufer erreichst. Diese Geschichte hat sie dir erzählt. Gut. Nach all dieser Zeit. Martha sagte, du wärst ein König gewesen, der im Kampf gegen die Hydra fiel. Du solltest es wissen. Martha, sie ist... Du solltest etwas wissen. Martha, sie ist... Ich verstehe. Wir werden zusammen um sie trauern. Ich unterbreche nur ungern. Aber Leda, du hast uns mit einer Klinge bedroht. Und da waren überall Leichen. Nachdem Martha tot war, übernahm ich den Hof. Seitdem tauchen hier Freier auf, die mich wegen meines Reichtums heiraten wollen. Als das nicht klappte, beschlossen sie, mich umzubringen. Du hast dich gut geschlagen. Lass uns dir helfen. Solche Leute hören erst auf, wenn sie haben, was sie wollen. Du erwähntest zwei Namen. Pelenus und Antikles. Sie leben beide in der Nähe. Ich kann dir zeigen, wo. Gehen wir es gemeinsam an. Zusammen kann uns niemand aufhalten. Genau. Zusammen. In die Schlacht. Ich treffe meine Leda auf den goldenen Feldern. Sag, hat sie je wieder geheiratet? Hat sie. Er war ein guter Mann. Freundlich zu ihr und zu mir. Gut. Ich habe zu den Göttern gebetet, dass sie überlebt und glücklich ist. Die Götter haben mich erhört. Meiner Mutter und mein Leben sind sicher. Von ganzem Herzen danke ich dir. Euch beiden.
Und danke, dass du diesen alten Mann wieder glücklich gemacht hast. Wo ist denn nun dieser Wein? Da du nun dein Leben zurück hast, was wirst du damit anfangen? Meine Mutter ehren, unseren Hof und ihr Erbe schützen. Ich hatte gehofft, du schließt dich deinem alten Pater auf der Adresteria an. Die Götter sandten mir ein Zeichen, als sie dich hierher führten, um diesen Ort zu retten. Ich kann sie und Martha nicht entehren, indem ich gehe. Du hast recht. Dieses Land braucht dich. Pater, unser Hof gehört dir. Eines Tages, wenn du die Welt besegelt hast und ein ruhiges Zuhause willst, dann wirst du es hier finden. Aber wenn Demeter selbst nicht diese Speicher niederbrennt, weiß ich, dass ich dem Willen der Götter folge. Geht es dir gut? Sie ist so stark wie ihre Mutter. Ich könnte nicht stolzer sein. Ich wünschte nur, sie würde ihre Meinung ändern. Vielleicht wird sie das. Bis dahin sollten wir uns jedes Mal, wenn wir hier vorbeisegeln, die Zeit nehmen, anzuhalten und Chiere zu sagen. Nicht. Wer tut denn so etwas? Du hast Demeter aufgefordert, dir ein Zeichen zu schicken. Ich schätze, das war's. Sie will, dass du bei deinem Vater bist, Leda. Demeter hat recht, wie immer. Hier bleiben hieße in der Vergangenheit leben. Meine Zukunft liegt auf dem Ozean. Darin, das Leben zu leben, wie meine Mutter es hätte leben sollen. Du hast noch Platz in deiner Mannschaft, oder? Willkommen an Bord. Guten Abend, Konstantin. Ποιος εμέ περιπέζει.